Halleluja, das wird jetzt was werden, ey. Elite-Spieler gegen. Keine Ahnung was. Ich bin gar kein Elite-Spieler. Klar. Abfahrt. So, start mal rein. Start mal rein. Abfahrt. 3, 2, 1. An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten SBB. Jungs, heute geht es um eine sensationelle Karte, die als SPC rausgekommen ist. Und ich hätte gedacht, die ist teurer. Knapp 400.000 haben wir dafür bezahlt. Eden Hazard in der Real Madrid Version. 97er Rating. Hört sich ganz schmackhaft an. Und heute haben wir einen Gast, der zu FIFA 18 unfassbar oft hier aufgetreten ist. Zu FIFA 19 haben wir es nicht geschafft. Ich hoffe, das wird zu FIFA 20 besser. Einen wunderschönen guten Tag. Der Österreicher, Pato. Moin Moin. Jo Freunde, Pato ist auch mal wieder im Schießel. Ja, freut mich echt. Endlich mal. Auch zu FIFA 19 bei dir auf dem Stitzerle zu sein. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Und Hazard, auf den bin ich gehypt. Ja, Hazard sieht extrem gut aus. Und mal gucken, was diese Saison bei Real Madrid reißen wird. Ja, ich bin extrem gespannt. Wir haben natürlich auch ein Video bei Pato aufgenommen. Guckt da unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Erster Link, nicht zu vergessen. Eskaliert dort richtig, geht rüber. Lasst ganz viel Liebe da, ganz viele Abos, ganz viele Daumen nach oben. Alle, die uns beide nicht abonniert haben. Ja. Die sehen unsere Videos nicht in der Abo-Box. Grüße gehen natürlich raus. Ja, Daumen nach oben muss natürlich auch sein. Pato, was denkst du? Wie viel Daumen nach oben schaffen wir heute? Ja? Also deine, die Samexi-Community und der Pato-Family, ich glaube, also ich würde dir über 10.000 Likes gönnen. Okay, auf Ansage, Jungs. 10.000 Likes? Ja, 10.000 müssen jetzt sein. Du hast die Ansage gebracht, deswegen nützt das halt nichts weiter. Wir bringen die 10.000. Smexy Army, ihr wisst Bescheid. Pato Family, sowieso. Wir wollen direkt mal reinstarten. Ich bin in der 4-3-3, du in der 4-4-2. Und ich würde sagen, ich halt einfach mal rein. Und ich bin gespannt, wen du aufgeschrieben, beziehungsweise, nee, wen du reinstellst. So rum. Okay, also bei mir Stürmer und ZDM, weil ich habe 4-4-2 die zweite. Und es gibt einen Spieler, da habe ich mir gedacht, okay, den kann ich mir jetzt nicht lassen für die Aufnahme, aber dann sah ich, der kostet 176.000. Team of the Season, Ben Yedder. Dann habe ich noch einen roten Tots. Ich hoffe irgendwie, dass du auf eine Icon gegangen bist oder Casimiro oder so. Ich nehme Tots Busquets. Ah, oh, ich war mit der Nation richtig im Sturm. Ich habe Benzema aufgeschrieben. Ja, aber Busquets in Rot habe ich gesehen, du nutzt den ganz schön oft und findest den ganz stark, deswegen habe ich Busquets natürlich auch aufgeschrieben. Und dafür kann ich. Der wird mir immer rausgesniped. Der wird mir immer rausgesniped. Halt du mal rein. Wen hast du eigentlich aufgeschrieben? Beide Stürmer? Ich habe. Warte, du hast 4-3-3, ne? Ja. Ich habe Stürmer und rechten Flügel. Okay, perfekt. Gut, dann starten wir rein. Gehen wir rein in den Sturm. Mit dem grünen Link. Jetzt, endlich. Ja, zu Hazard. Food Birthday Bale und rechts gehe ich mit der weiteren Food Birthday Card und zwar Griezmann. Torwart, Griezmann. Ah, Griezmann hast du. Also ich hätte echt gedacht, wirklich, also gerade bei Bale, ja, aber Griezmann, dass du darauf gehst. Ich wollte ehrlich gesagt auch Bale aufschreiben, aber dann bin ich dann auch auf Ben Yedder gegangen, weil ich nämlich gesehen habe, dass er so günstig ist. Aber ja, Ben Yedder und Griezmann aufgeschrieben, Torwart, rechter Flügel, gefällt mir mega. Abfahrt. Das bedeutet, wir gehen über in die zentrale Mittelfeldposition bei mir, bei Pato in die rechte Seite. Bis gleich. So, Leute, zweite Runde. Ich hatte echt wenig Ahnung, aber geht schon mal lieber. Ja, na, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass die Ahnung perfekt harmoniert mit den drei Spielern, die ich reinstelle. Ja, weil dann könnte ich ja alle drei behalten. Ich gehe linkes zentrales Mittelfeld. Fred Futti. Zentrales Mittelfeld, ja, nennt man das so? Ich denke schon. Scream Fellaini und rechts gehe ich mit Futi Pogba. Boah, Gott sei Dank, ich hatte eh keine von denen. Ich habe ganz vergessen, dass Hazard keinen Link mehr braucht. Ich habe das ganz vergessen. Richtig. Ich habe Matuidi, Witzel und Nainggolan aufgeschrieben. Ah, sehr schön. Ich darf alle drei ZMs behalten, ne? Darfst du alle drei behalten? Das ist die große Frage. Ich halt rein. Auf geht's, come on. Also jetzt kommt Stürmer, rechtes Mittelfeld und ZDM, richtig? Ja. Okay, Stürmer wird werden Team of the Season The Lords. Den habe ich eigentlich nur genommen, weil ich den endlich mal einbauen möchte, nicht den hier. Sondern eine weitere rote Karte, die jetzt so krass an Wert verloren hat. Team of the Season PP. Und der ist leider nicht ganz so gut zu verlinken, ne? Hullet. Oh Mann, ich bin mit der Icon im Sturm gegangen. Ich habe auf Eusebio aufgeschrieben, rechts seinen roten Salah und Fabinho. Heißt auch, die dürfen im Team bestehen bleiben.
Ja, ich wollte diesen Team of the Season Mendes jetzt noch nehmen, aber mir fiel ein, den kann ich mir gerade nicht leisten. Schade. Ja, das bedeutet, bitte. Wir gehen zu den Außenverteidigern über und mal gucken, was da passiert. Abfahrt. Let's go. So, Jungs, Außenverteidiger sind dran. Ich werde als erstes reinhalten. Pato, Abfahrt. Let's go. So, mein Lieber. Den spiele ich jetzt zum ersten Mal. Rechter Verteidiger, bitte nicht. Team of the Season Lala. Und beim Linksverteidiger, ich wollte ihn gerade noch ändern, aber ich denke mir einfach, okay, wenn du ihn eh schon aufgeschrieben hast. Und ich glaube, dass er auch auf deiner Tafel stehen wird. Roter Jordi Alba. Ja, der steht auf meiner Tafel. Ich wusste es. Und rechts habe ich Dani Alves stehen. Bedeutet zweiter Bronzespieler. Sehr schön. Aber deine roten Karten sind heftig, ne? Kann man das mal so sagen? Wenn ich das jetzt so alles höre, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Okay, pass auf. Gehen wir zu meinen Außenverteidigern. Ganz einfaches Prinzip. Rechts muss ich mit dem Franzosen, oder muss ich, ne? Mach ich aber. Gehe ich mit dem Franzosen, ne? Benjamin Pavard. Rechtsverteidiger und links gehe ich. Jetzt bin ich gespannt, was du aufgeschrieben hast. Ich hoffe zumindest nicht, du kommst auf ihn. Alexandro. Flashback. Ich habe Telles genommen. Ja, let's go. Wichtiges Ding. Rechts habe ich einen Franzosen genommen. Oh, die Nationen passen eigentlich. Aber es war Lala, Bruder. Jawohl, das bedeutet ein Bronzespieler weniger als Pato zum Zeitpunkt jetzt. Wir starten rein. Letzten drei Positionen, die wichtigen, dürfen wir unser Torhüter behalten. Noch wichtigere Frage. Boah. Let's go. Okay, Leute. Die letzten drei Spieler. Ich weiß nicht. Eigentlich hat er mir sehr viele Möglichkeiten gegeben. Aber ich stand auf der Leiter. Ja, gucken wir mal rein. Und zwar gehe ich rechter Verteidiger. Du bist hier Innenverteidiger. Mit Plonk. Gehe links mit Footbirth, der, also ich habe so viele lila Karten heute genutzt, das geht ja gar nicht eigentlich gefühlt. Jordan Lukaku Footbirth Day und im Tor Courtois. Ich wollte Blanc eigentlich für links haben. Ich habe ihn aber aufgeschrieben, ja, tatsächlich. Ich wollte ihn aber gerade noch streichen, das wirst du dann eh sehen, wenn du das Video schneidest. Ich wollte Desailly gerade aufschreiben. Aber ich wusste nicht, wie man den Namen schreibt und deswegen habe ich wieder durchgestrichen und habe Blanc aufgeschrieben. Ah, oh, ich hätte halt auch Maldini nehmen können. Und dann habe ich Witzel, Footbirthday und Trapp genommen. Okay, ja, aber wenigstens was. Na, einfach nur, weil ich nicht wusste, wie man den Namen schreibt von Desailly. Alles klar. Glücklich für dich. Bitter für mich. Ja. Blanc geht sozusagen raus, da kommt der zweite Bronzespieler rein. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es aussieht. Let's go. Also wenn man wirklich logisch nachdenkt, dann kriegst du beide Innenverteidiger. Dann kriegst du sie einfach. Keine Diskussion. Erster ist Nacho Fernandes, zweiter ist Hernandez. Und der Torhüter, ja, da kann ich eigentlich dann alles nehmen. Habe ich mich für Man of the Match Cillessen entschieden. Oh Mann, ist das bitter. Ich habe Hermoso, weil du den auch in Rot hast. Ja. Da habe ich gedacht, du nimmst sie mal als Varan. Deswegen habe ich Umtiti aufgeschrieben und im Tor bin ich mit Footbirthday Neto gegangen. Ja. Ja, Gott sei Dank. Bedeutet, ja, deine Verteidigung steht. Wir suchen uns gleich, laden uns gleich ein, stellen noch die letzten Bronzespieler rein und dann gucken wir mal, wie das Spiel ausgehen wird. Abfahrt. Boah, ich bin nervös, Bruder. Let's go! Ich bin nervös! Gut, starten wir rein ins Spiel, gucken wir uns die Teams an. Ja, ich bin gespannt, Jungs. Ich bin gespannt. Da steht halt der Roulette. Ja, da steht halt dieser Roulette. Und der und dein Pogba. Hab ich schon keine Lust mehr, ey. Alter, dein Team sieht. Wow. Ja, ich bin gespannt. Ja, sehr pink, ne? Sehr pink. Jetzt weiß ich, warum dein Trikot jetzt pink ist, mein Freund. Ja, stark, hä? Clever. Footy Hazard, deswegen Footy Trikot. So sieht es nämlich aus. Wir starten rein ins Game. Let's go. Viel Glück. GG. Was? Und 1-0. Let's go. Was? Die kennen wir. 25. Ganz stark gemacht. Ja. Extrem stark sogar. Ich liebe diesen Trick, Alter. Ich liebe diesen Lass Trick. Lass mal kurz. Hab ich jetzt gar nicht realisiert. Ballrolle und da hab ich den nach oben geflickt. Alter. Oh Gott. Ja! Ach, come on! 1-1. 33. Oh, wichtig! Belastendes Ding. Ja. So, Jungs, ich geh erst mal Essen holen. Bis gleich.
Och nein, ja! Schenkt er einfach immer die Bälle? Ja! Ja! Ja, ja klar! Los auf Zidane! Nein! Zidane! Tor durch Zidane! Das ist einfach nicht, ein Skandal! Ja? Das ist ein Skandal, einfach. Den macht er einfach, das Ding. 63 Schießen, der Junge, der kann's. Ach Gott. Ach nee, das gibt ja nicht mal Schießen. Das gibt's ja immer noch auf der Karte. Stimmt. Ah, stark. Hat halt von seinem Papa gelernt, das Ding. Siehst du, kennst du eine Anna aus Trauma freigelaufen? Ja, Thomas, Anstoß halt. Aber es auch Zidane, das wäre halt so lustig, wenn es jetzt nochmal Zidane gewesen wäre. Das ist, glaube ich, der Lord oder wie der heißt, keine Ahnung. Der Lord, ja. Oh, zum Glück. Schöner oh Mann, belastend, ey. So schnell geht's. Grüße gehen raus. Ich hab's halt geahnt. Weg. Ja. Ja gut. Wieder dieser Delor, ey. Was ist denn mit denen? Den spielt kein Mensch. Der hat zwar nur drei Sterne, aber... Mann, belastendes Abschluss. Ding, weg. Ja, oh mein Gott, jetzt ist endlich Hazard da. Mann. Belastendes Ding, ey. Belastendes Ding. Jetzt ist er hier. Eklig. Da war er. Zum ersten Mal. Ja. Boah. Ja, das... Hast du dich schon wieder bewegt? Ja, ja. Das ist zu krass. Das Einzige, was ich kann in FIFA, Torwart bewegen. Och, come on, aus der Drehung, ey. Dieser Delor, der fuckt mich ab, ohne Spaß. Das ist so krass. Was ist denn mit dem, Alter? Was hat denn der gesoffen? Das war nur ein Zweck. Ja, du durch noch. Das war nur ein Zweckspieler eigentlich. Sinnlos, wirklich. Oh, wow. Jungs, was soll ich sagen? 5-2, absolut verdient an Verein, gerade in der Verlängerung. Absolut keine echt? Chance gehabt. Also ich fand so. Echt so unentschieden. Guck mal, die Schüsse an. Statistiktechnisch müsste es eigentlich relativ eindeutig sein. Zumindest genau, das meine ich ja. Das meine ich. Deswegen, absolut verdient das Ding. Ja, danke. Was soll's? 3 Abstoß, 3 Discards, Abfahrt. Ich stell ganz kurz um und dann geht's los. Ich nehme zuallererst, beziehungsweise ich hoffe, ihr nehmt einfach mal den Daumen nach oben auseinander. Danke euch dafür. Ich entscheide mich für den linken Verteidiger, den rechten Innenverteidiger und den Rechtsverteidiger. Schau leben, Alter, als Raul. Oh mein Gott. Was ist? Hat er nicht gemacht? Was ist? Hast du nicht gemacht, Alter. Was ist? Ja, Hype in den Chat. Rechtsverteidiger, ne? Hast du gesagt? Ja. Zidane. Was hast du noch? Okay. Linksverteidiger hast du noch genommen. Ja. Oder linker Flügel? Linksverteidiger. Hazard. Und, okay. Wen hast du noch? Ich glaube, rechte Innenverteidiger Pogba. Ja, Pogba. Oh. GG. Oh mein Gott. Ja, rest in peace, Chris. Cool, Pogba für 1 Million gemacht zu haben. Hazard für 400k für das Video gemacht zu haben. Hype in den Chat. Du triffst halt alles, was teuer war. Ja, cool. Ich wollte eigentlich auch Bale Rechtsverteidigung stellen. Ich wollte eigentlich alle Guten in die Verteidigung, weil ich dachte, du nimmst irgendwelche vorne. Ja, Bale stand zum Glück im ZM. Krass. Geil. Klasse Discards. Ich hatte vor kurzem noch schon einmal drei Discards und ich habe genau dieselben Positionen verwendet. Und derjenige hatte auch seine besten Spieler auf diesen Positionen. Deswegen bin ich jetzt sprachlos, dass das Ganze nochmal funktioniert, weil das war erst vor kurzem. Wow. Wow, ich kann mich nur erinnern, du gegen mich war einmal noch Team of the Year Modric. Naja. Den du, aber das jetzt... Ach, naja. Wow. Was soll's? Ende von FIFA. Ich hoffe trotzdem, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Rest in Peace, Maxi in die Kommentare. Geht alle rüber zu Pato. Guckt auf jeden Fall das Video an bei ihm. Mal gucken, ob ich mich revanchieren kann. Lassen wir uns überraschen. Und damit hat natürlich der Gast das letzte Wort. Abfahrt. Bruder, Maxi Army, Pato Family. Ich bin gerade extrem sprachlos, ne? Zerlegt den Daumen nach oben, Leute. Schönen Tag. Ciao. Tschüss.